Willkommen zu einer anderen Sache hier. Das ist The Walls 2 PvP mit Mein Sohn Germany, glaube ich, ne? Jo. Und vielen anderen Leuten. Die uns, vielen, ja, sechs Leute. Ja, die jetzt noch auf die Fresse hauen, vermutlich. Weil wir nichts wissen. Ja. Also jetzt nur, kannst du nochmal erzählen, was das für eine Map ist, weil dann wissen die anderen Leute das auch gleich. Es ist eine PvP-Map und sie heißt nicht umsonst The Walls, sondern hier sind Wände aus Sand. Das ist auch eine Regel. 3, 2, 1, was? Go, oh, es geht los, kacke, Wie kommen wir jetzt hier raus? Eigentlich soll das mit Redstone gehen. Bist du überhaupt bei mir hingepackt worden? Ja, hier, da. Hallo. Hallo? Ja, hier. Hä? Ich sehe dich nicht. Doch. Es geht nicht los. Scheiße. Also, ich sehe dich jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Du bist die ganze Zeit hoch. Ich bin links von dir. Ach so, also ich sehe dich nicht im Loch, deswegen. So. Okay. Oh, es laggt. Jetzt ja, jetzt laggt. Jetzt kommt raus. Ja, jetzt los. Oh, siehst du mich? Ich sehe dich nicht. Ach, da ist er ja. Hallo. So. Ja, ich glaube, erstmal Holz sammeln, oder? Und ich würde mal so sagen, wir haben ja alle die gleichen Voraussetzungen. Jeder hat so sein Viertel. Sein Viertel, ich ja. Ich weiß, dass es hier Kisten gibt, weil ich erinnere mich wieder dran, weil ich habe schon mal woanders gesehen, dass es dieses Walls gibt. Diese Walls 1, da gibt es immer Kisten versteckt. Ja, das ist jetzt The Walls 2. Da hat man auch wieder nach dem gleichen Prinzip jeder sein eigenes Quartal, sein eigenes Viertel. Aber diesmal in Teams, wa? Okay. Ja, und diesmal in Teams. Und ja, das einfache Spielprinzip ist, jeder hat 20 Minuten Zeit. In der Zeit muss man Materialien sammeln und nach den Materialien sammeln muss man sich dann bekämpfen, dann fallen auch die Sandwände runter. Okay, also wo steht denn eigentlich, wie lange man noch Zeit hat? Das ich weiß es nicht, hier ist eine Endertruhe mit nichts drin und eine Kiste mit ganz vielen Sachen drin. Das ist gut. Wie lange man noch Zeit hat, das gibt hier irgendwo eine Redstone-Uhr, glaube ich, soweit ich weiß. Oh, ich sag mal, guck, da oben. Da oben, da oben, da oben. Ah, 20. Okay. 20 wir Sekunden, haben hier 20 Minuten, ja. Ehrlich gesagt. Wir haben Pisten, Samen, Melonenkerne, Kakaobohnen. Kakaobohnen sind wichtig. Ja. Boah, ja, jetzt leckt's gerade bei mir, jetzt geht's wieder ein bisschen bergauf. Ja, das leckt hier einfach, weil die Map so krass ist, oder was? Ja, weil die Map einfach so viel Redstone hat. Ja. Ich geh mal kurz über die Map und sammel Kisten, du kannst ja schon mal Steine machen oder so, ja, für irgendwelche Formen. Ich komm nicht drum. Ja, ich sammel da noch Kakaobohnen. Also das wird ja wirklich richtig Hardcore jetzt werden, so wie Ultra Hardcore in etwa. Ja, ja, gut. Nur wie diese Hunger Games kann man sich das, denke ich, mal vorstellen, ne? Ja, genau, nur mit Aufbauphase praktisch. Oder was ist Aufbauphase? Mit Vorbereitungsphase. Ja. Boah, Alter, das ist ja echt unaushaltbar, ey. Das ist nur diese Redstone-Schaltung, oder was? Meine. Ja. Also ich weiß noch, damals sollte man sich hier, glaube ich, runtergraben und Rohstoffe sammeln, so gut wie möglich, wa? Ja, ich habe Erfahrungsflaschen, einen Goldapfel und so weiter und auch Bambus. Das heißt, wenn wir Bambus haben, könnten wir uns ein Bücherregal machen und dann ein bisschen enchanten auch auf höherem Level. Ist natürlich gleich um einiges besser, ja. Ach, ich muss kurz mein Mikrofon richten hier. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Jetzt müsste es ein bisschen lauter sein wieder, oder? Hab einen Tempel gefunden mit einer Kiste. Ich weiß nicht, ob hier Fallen sind. Ach, scheiß drauf. Einfach gucken. So. Zaubertisch. Hier ist ein Enchantment-Table hier unten. Hab direkt ein Enchantment-Table gefunden. Super, das ist super. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen EP sammeln, ne? Ich habe 3 Erfahrungsfläschchen. Ach, das ist gut. Ja. Und hier laufen Tiere rum. Also, so weit, so gut. Ja, auf jeden Fall. Tiere auch töten wegen Essen. Mhm. Also was haben wir uns vor, als wir als Verteidigungsbasis eingraben oder hochbauen? Ich würde sagen, wir gehen ganz offensiv vor. Ja. Weil in der Mitte sind noch Kisten. Also da sind auch Kisten und Diamanten. Okay. In der Mitte. Das heißt, da kann man die Diamanten dann abbauen und sich dann schnell ein Diamantschwert machen. Also, das wird jetzt gehen. Jetzt weiß ich, wie ich leise gepegelt bin. Mein Auto City war zu leise eingestellt. Was soll's, jetzt besser. So. Ja. Also, ich denke, ich hoffe, ich finde mal ein bisschen Kohle und da gibt es ja auch noch ein bisschen EP, müsste ja 1.32 sein oder 1.31, ne? Oh, jetzt fängt sie an zu laggen. Und einer hat das Game geleftet. Ja, das kann uns ja eigentlich richtig egal sein. Ja, besser für uns Vorteil. Wir können auch Redstone-Konstruktion mit Pistons machen. Ja, stimmt. Vielleicht so eine Falle, wo einer hochkommt und wird da runtergeschubst oder sowas. Fände ich schlecht. Also, ich habe jetzt fast 6 Steine, wenn die das was sagt. Also, wenn die das hilft. Ja, ja, Steine, das Steine kenne ich. Steine kennt man. Nee, das ist auch so ganz selten Stein. So. Ah, du bist hier unten hingegangen, ja. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Oh, hier ist eine Spalte. Ist das eine Schlucht? Ja, in der Schlucht gibt's Diamanten, das weiß ich. Okay, ich habe aber nur ein Steinwerk. Ich habe nur Holzwerkzeug. Ja, da kommen wir am besten nochmal kurz hoch. Ja, machen wir Steine und versuche ein bisschen Eisen. Da ist Eisen, aber da komme ich nicht ran. Okay. Oh, hoffe ich, überlebe ich das. Wo bin ich jetzt hier? Ach, da. So, ich bin auf dem Weg nach oben, denke ich mal. Ja, hier ist richtig, hier ist richtig. Wir können uns natürlich auch in der Schlucht oh mein Gott. Das leckt. Verschanzen, ja. Ja, verschanzen. Dann warten, bis die anderen gekillt worden sind und dann ganz feige als zweiten Platz ja, genau. Töten lassen. Hauptsache, die Zeit rennt nicht so weg.
Genau. Oh, wie pegelt der mich? Ach so, wegen Skype, weil Skype mich automatisch runterpegelt. Das ist natürlich scheiße. 16 Minuten. Du meine Güte, dass das so schnell vorbeigeht, denkt man gar nicht. Ja, wie schnell, ne? Also, Audioeinstellungen, automatische Mikrofoneinstellungen. So, jetzt kann ich mich endlich wieder laut pegeln hier. Das ist immer mal Skype von alleine hier so. Brauchst du auch Steinwerkzeug, oder? Nee, ich hab Werkzeuge schon. So. Einfach Werkzeuge. Werkzeuge. So. Gut, dann versuche ich jetzt mal das Eisen da unten zu holen, was ich da gefunden habe. Ich komme gleich auch nach. Die könnten theoretisch auch Lianen nehmen, dann bräuchte ich mir keine Leitern. Die könnte man leichter wieder abbauen, wenn man oben einfach weg... Oh mein Gott. Ich mache nur eben nochmal einen Ofen, dann könnte ich da schon mal Steaks braten. Ja. Oh mein Gott, das diese Lags teilweise. Ja. Okay, so eine Uhr ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger. So. Klar. Oh, hier ist haufenweise Eisen und Kohle. Hat so eine Spalte jeder oder nur wir? Jeder hat genau das gleiche. Okay, also einfach nur einkopiert und wieder so weiter, denke ich mal. Genau. Aber finde ich auch nichts weiter als fair. Ja, ist okay. Ja, logisch. Ne? Ob einer der halt da ist, wir haben Vorteil als der andere woanders, ne? Jetzt sollte ich mich wieder ein bisschen runterpegeln. Jetzt werde ich schon wieder. Folgt dir mal. Zwei Eisen habe ich schon mal. Güte. Ich komme mal hier mit Fackeln nach. Oh, das Fackeln, das ist super. Hier ist noch mehr Eisen. Oh, ich habe Kohle. Ja, wir kriegen auch EP. Warte mal, bleib mal da stehen, bitte. Erfahrung. Hier, und den Rest kannst du aufbrauchen. Ich habe Level 1. Ja. Oder werf sie ruhig nochmal. Ist egal, wie du es machst. Zack. So, jetzt bin ich auch fast Level 2. Oh ja, mein Gott. Den Rest kriegen wir durch Abbauen. Ja. Gut, dann schaffen wir es vielleicht ein bisschen Feuer. Wenn Feuerschwert wenn. Oh, was ist denn hier? Hier ist noch irgendwas mit Gravel? Bedrock? Eisen. Das ist vermutlich die Grenze, oder? Ja, Bedrock ist die Grenze. Hab noch mehr Eisen. Ich würde sagen, wir machen so. Wir sammeln einfach viel Eisen, brennen das dann hinunter, jüdisch, und dann gehen wir irgendwann hoch und gucken, ob die Wände weg sind. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Und auf einmal kommt einer gegen. Hallo, wie geht's euch? Ganz schön lange gewartet, würde ich sagen. Okay. Joa. Was soll's. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Ich habe jetzt schon insgesamt 7 Eisen. Ich habe 8. Oh, ich habe jetzt auch 8. Ja, man muss bedenken, man braucht eine ganze Rüstung. Ja. So. Gut, Kohle habe ich jetzt auch schon 26. Ich gehe jetzt mal weiter runter. Ach, Mann, oder ich gehe gleich mal hoch und mache uns mal gleich mal Eisenspitzhacken, damit wir vielleicht Diamant aufsammeln können. Ja, erstmal Diamant finden, sonst wäre es ja Verschwendung. Ja. Also Diamant ist in der Mitte, das weiß ich. Und ich mache uns hier erstmal Licht. Okay, ich versuche jetzt mal wieder nach oben zu kommen, mache schon mal 2 Spitzhacken schnell. Oh, mega leck. Leckt das bei dir? Oder lass hier unten hier. Wir können auch hier unten einen Ofen machen, wenn du möchtest. Ja, warte, ich habe noch genug Holz für eine Crafting Box. Okay, ich habe genug Stein für einen Ofen, aber das hast du wahrscheinlich auch. Ja, ich denke schon, ja. Mach aber eben einen Ofen schon, also. Hab auch schon. So. Ja, gut, dann können wir 2 Öfen machen, dann geht das Ganze schneller. Ja, warte. Ich opfer meine Kohle dafür einfach so. Ich opfer auch meine Kohle. Jetzt ist der Oliver wieder da. Ich glaube, das war nur so eine kleine Trinkenspause oder sowas, vermutlich. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Muss er vielleicht einmal aufs Klo. Ah, hier ist richtig viel Eisen. Ich glaube, hier ist ca. 10 Eisen. Hier geht's mal weiter runter. Da unten könnte Diamant sein. Das ist sehr tief, da unten. Ich habe erstmal hier das Wasser beseitigt. Das ist schon mal gut. Kann man das... Ah, hätte man vielleicht mit... Hast du es zugebaut oder hast du es eingegrenzt? Ich habe zugebaut. Hier ist aber noch Wasser, also... Ja, das hätte man nämlich gut als Abwehrfalle nutzen können. Ja. Hier ist auch noch Eisen. Das heißt, es zieht sich jetzt immer so richtig... Oh mein Gott. Mal diese Lags. Das heißt, es zieht sich jetzt immer erstmal so die Aufbauphase und dann kommen die ganzen Gegner mal, ne? Richtig. Je nachdem, was wir machen halt. Ein Bogen wäre auch sagen, schlecht. Wenn wir irgendwann mal kurz nach oben gehen und wir merken, dass die Mauern irgendwie so in ein paar Minuten runterfallen, dann werden wir einfach mal eine Basis aufbauen, uns hochbauen und gucken, wo die anderen sind. Ja, so sicher. Wir dürfen uns nur nicht über die Mauern bauen, aber hochbauen. Ja, vielleicht ein paar Kisten noch mitgehen lassen und so, ne? Ja. Das ist wichtig. So oben. Das ist ja schon wieder weg. Ich glaube, der hat irgendwelche Probleme mit seinem Minecraft, denke ich mal. Oder allgemein Internetprobleme. Lol. Ach, hier ist nur Bedrock, hier ist nichts Besonderes. Vielleicht sollten wir uns mal hier mal so ein bisschen Strip-Mining oder wie man die Scheiße hinter so reingraben. Vielleicht findet man dann was. Ich denke mal, die Diamanten sind irgendwie gezielt versteckt, denke ich mir so. Nicht einfach so random platziert, das wäre irgendwie blöd. Oder einfach so, dass man sie gar nicht erst sieht. Ja, genau. Warte, ich grabe mich jetzt mal ein bisschen durch. Jetzt ist Dark Souls auch rausgegangen. Vermutlich, weil sie denken, was sind die an ihren Internet oder an ihren Rechner, dass es so doll leckt. Kann gut sein. Ah. So, pass auf, ich habe jetzt erstmal 2 Eisenschwerter. Ja, ist gut. Oh, hier ist wieder Kohle. Ich grab mich jetzt ein bisschen weiter durch. Und Eisen auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich habe schon wieder fast 20 Eisen. Also für eine Rüstung reicht das Dicke schon, was wir mittlerweile haben, denke ich mal. Ja, ich habe jetzt auch einen Eisenharnisch. Ja.
Jetzt mache ich dir eben noch einen. Oh mein Gott. Zack. Das ist so merkwürdig, wenn man 60 FPS hat und trotzdem laggt irgendwie. Voll komisch. Ist schon wieder Eisen. Also Eisen haben sie wirklich gezielt einfach viel versteckt. Lol. Hab ein Eisenschwert mit Nemesis der Gliederfüßer. Ach. Vielleicht haben wir nachher noch genug Eisen, um dann, sag ich mal, das so hinzukriegen, dass wir nochmal ein Schwert machen können. Ja. Oder ein Feuerzeug wäre eigentlich auch ganz gut. Also ich habe jetzt mittlerweile 30 Eisen. Ich muss jetzt auch wieder hochkommen, weil ich keine Spitzhacke mehr habe. Wie komme ich jetzt hier am besten hoch? Ach, hier denke ich mal irgendwo. Ich habe auch 3 Flint. Boah, also man merkt, dass hier die Grenze ist, weil hier leckt es wirklich dermaßen extrem. Und hier ist irgendwo Lava. Wäre auch nicht schlecht als Verteidigung. Aber ein Feuerzeug reicht eigentlich auch, würde ich sagen. Ja. Okay, ich habe hier einen neuen Höhlenabschnitt gefunden. Wenn der jetzt hier bei mir ist, dann wüsste ich, glaube ich, dass du bei mir bist. Ah, nee, du bist nicht bei mir. Nee, ich bin sogar woanders. Ja. Eisen, Gravel. Ach, hier, und ist, der, die hier ist der Enchantment Table, okay. Ja, den habe ich da hingestellt. Okay, du, Schwert hast du gemacht, meinst du, ne? Ja, ich habe dir ein Schwert gemacht. Das kannst du auch gleich verzaubern, wenn ich wieder da bin. Okay, Eisen, ich mach jetzt auch mal so ein... Brustharnisch habe ich dir auch gemacht, mach ich also... Jetzt, mach ich uns beiden jetzt mal ein paar Schuhe. Ja. Ein paar stylische Schuhe. So richtig aus der Mode, aus Eisen. Ja. Trägt man heute auch. Ja, ja. Früher war es Purpur, heute ist es Eisen. So. Ich mach mir auch mal ein paar Fackeln, ich habe nämlich gar keine auf Lager. Boah, ich habe jetzt auch übelst viel Stahl. Ach, jetzt sag ich schon Stahl, Stahl. Eisen. Stahl! Stahl, ja, richtig geil Stahl hier. So. Ich glaube, wir basteln uns mal ganz kurz noch eine Kiste, wo man den ganzen möglichen Müll reinpacken kann, ganz kurz. Ja. Vielleicht gar nicht so schlecht. So. Ich nehme mal hier die Fackeln weg. Dann haben wir ein bisschen gespart. So, ich gehe dich jetzt... Ich habe ja doch noch eine Steinspitzhacke. Da kann ich auch noch schnell das Eisen holen, bis du wieder da bist. Und Essen... Warte, ich bin noch da. Ich bin da, ich bin da. Ach, da kommt er runter gesegelt. Ja. Du hast da oben Eisen gesehen. Da ist dein Eisenhahn. Und hier sind deine goldenen... Da ist dein Eisenschwert. Da sind deine Stiefel. Ja. So. Gut. Ich enchante das jetzt einfach mal. Guck mal, was ich rauskriege. Wenn es Feuer ist, dann jubel ich natürlich. Level 3? Nein. Komm, gib. Level 2 oder 1, irgendwie sowas. Ich mach's mal auf Level 4. Habe ich Sharpness 1 bekommen? Naja, das geht ja noch. Geil. Schärfe. So. Ja, lecker, brennt im Mund. Soll ich mal nach oben gehen, gucken, was da so abgeht? Und du, ja, du kannst mal gucken, wie viel Uhr es ist, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, das werde ich jetzt mal tun. Und dann werde ich gleich noch ein paar Viecher schlachten, damit wir ein bisschen mehr zu essen rauskriegen. Hier haben wir noch Eisen übersehen, das schmeiße ich hier gleich mal runter. Warte, ich gebe... Achso, ich wollte gerade sagen, ich gebe noch ein Feuerzeug, aber naja, jetzt ist es spät. Ich habe auch noch einen Trank der Vergiftung. Ja, hast du den in der Kiste gefunden, oder? Ja, ja, den habe ich in der Kiste gefunden. Okay. So, warte, bist du noch unten? Ich schmeiße jetzt mal ein bisschen Eisen runter. Hm. Hier, da hast du 8 Eisen. Wow. Mann, ist das hier knapp voll in den Kopf. Über zu springen. Ist das, was ist das denn da aus Holz? Warst du da drinne? Hier ist was wie, hier oben ist sowas wie Minenschacht hier oben. Ja, dann geh da mal rein. Da, das werde ich jetzt hier auf jeden Fall mal tun vorher. Hier ist irgendwie auch so eine Eisenstaltung. Darf ich das abbauen, oder? Ja, sicher. Okay. Weil hier ist irgendwie so aus Eisen, so Eisengitter. Ich komme mal zu dir hoch. Ich baue das jetzt einfach mal ab und guck mal, was in der Kiste drin ist. Da ist ein Enchantment-Botting drin, Cockwrap, in etwa 4 Bones, vergammeltes Fleisch, eine Glasbeutel, ein Eimer und ein Feuerzeug und eine Bowl. Ah, gut, jetzt haben wir ein Feuerzeug. Egal, jetzt haben wir 4 Feuerzeuge. Geil. Oh, jo, hier ist was aus Holz, ich sehe es gerade. Da bin ich gerade reingegangen. Alles klar. Interessant. So, hier ist noch ein bisschen Eisen, das gebe ich dir gleich wieder mit. Ich wollte ja nach oben gehen. Theoretisch. Boah, das ist komisch mit dem Lexe. Ja. So, hier. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Da hast du. Ja, warte, ich werfe nochmal so eine Bottle of Enchanting da in die Mitte. Alles klar. Bäh. So. Gut. Da, wo geht's denn hier nochmal raus? Ich weiß es schon selber gar nicht mehr. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich glaube, hier war's. Genau, hier war's. Da bin ich mal gespannt. Besser auf, gehen wir hoch, nur 5 Minuten. Könnte aber hinkommen. 14 Minuten nehme ich mittlerweile auf. Ja. Ja, wenn es noch 5 Minuten sind, dann machen wir uns eben die Rüstung und dann kommen wir auch hoch. Warte, es sind nur noch... Oh, ich muss kurz mal hinten gehen mit Optifine ranzoomen. Es sind noch... Was soll das darstellen? 8 Minuten. Oder nee, sind das 5 oder 8? Ich glaube, das soll eine 5 darstellen. Es sind nur noch 5 Minuten, wie ich gesagt habe. Okay, ich habe jetzt eine komplette Eisenrüstung und dir kann ich auch noch ein bisschen Eisen geben. Ich wollte noch ein paar Viecher schlachten, also, schnell. Ich bin nicht am Verhungern. Ich habe noch Dings. Ich kann dir eine komplette Eisenrüstung jetzt noch geben. Also den Rest, der dir noch fehlt. Ja, machen wir gleich. Warte kurz. Ich guck kurz. Hast du irgendwie auch noch Fleisch irgendwie? Ja, oben ist was im Ofen. Okay.
Okay, dann nehme ich das mal kurz raus. Ich jetzt mal kurz das Gammelfleisch jetzt. Oh, hätten wir uns da draußen Trank kraften können? Ach, egal. Bringt uns jetzt oder so nichts mehr. Oh, ja, das vier Fleisch. Ja, ich habe auch Schärfe 1. Hab nochmal enchanted. So, jetzt bin ich voll gefressen. Zwei Fleisch für dich. Ich suche mal, ob wir hier noch was haben. Da ist ein Hühnchen. Das könnte man zum Beispiel noch schlachten. Und da liegt auch noch ein Ei rum. Vielleicht haben wir hier noch ein kleines Hühnchen raus. Für unter Tage. Und ich habe eben noch Rüstung enchanted. Okay. Hier ist ein Schwein. Piratenschwein. Alles klar. So. Kakaobohnen bringen uns jetzt eher weniger, oder? Wir haben ja noch Weizen übrig, glaube ich, oder? Ich habe noch ein bisschen Wheat. Ja, Cookies sind jetzt eher uninteressant. Mein Gott, leckt das teilweise, ey. So. Jetzt sind es nur noch, immer noch 5 Minuten. Ich glaube, es bleibt ein bisschen stehen teilweise. So, haben wir oben noch was vergessen? In der Kiste vielleicht? Ich komme eben hoch zu dir, ne? Unten können wir nichts mehr machen. Okay, hast du alles mitgenommen? Ich habe alles mitgenommen, was wichtig ist. Okay, Fireballs haben wir auch. Haben wir auch Dispenser? Warte mal, wie komme ich denn wieder hoch? Da habe ich so ein, musst du rübergehen, auf über diese Brücke aus Dreck. Und da ist da so ein Block, der einfach so in der Mitte rumsteht. Boah. Und wie, ja. Wäre es nicht schlecht? Was ist das denn? Weil wir haben noch so haufenweise Sachen hier in der Kiste. Warte, ich wo ist das denn? Warte, ich komme dir mal entgegen, damit du es siehst. Ich sehe dich hier schon ganz nah, genau, genau. Du bist vorbeigelaufen, glaube ich. Echt? Hier, 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 hier ist es. Ach so. Okay. So. Wir haben noch so ganz viele Sachen. Wollen wir damit nicht irgendwas bauen, bevor wir uns offensiv dann ins Getümmel schlagen? Wir könnten es so machen, dass wir hier vielleicht diesen Eingang hier verschließen mit Pistons. Das würde möglich sein. Aber ob wir das noch schnell genug hinbekommen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber warte, ich baue das schnell. Ich baue das schnell, ich baue das schnell. Haben wir hier Sticky Pistons, das ist super. Ein Dirtblock haben wir auch. Das reicht vollkommen aus, wenn da so ein einer Eingang ist, denke ich mal. Ich mache Redstone-Fackeln, wir haben ja TNT, dann können wir das TNT einfach mal zünden. Ja. So, machen wir den dahin, den da. Und dann muss ich das andere... Warte hier, du kriegst erstmal deinen Eisenhelm und deine Eisenrüstung. So, und hier kannst du enchanten direkt, die Rüstung. Okay, das ist super. Aber ich habe noch ein Level. Ich hab's nämlich auch gleich alles enchanted. So, enchanten wir einfach mal die Stiefel. Ich habe alles Schutz 1 bis auf den Helm. Ich habe Projektile Protection, das ist gut. Du kannst dich mit Pfeilen abschießen. Warte, hier hast du noch ein Feuerzeug. Danke, jetzt habe ich auch 2. So, was soll ich jetzt machen? Ich brauche ein bisschen Dreck. Irgendwo Dreck abbauen. Habe ich noch eine Schaufel? Dann haben wir da schon mal ein geheimes Basislager, das nur wir von innen öffnen können. Da müssen sie erstmal drauf kommen, theoretisch. Also. Warte, ich gebe dir noch eine Eisenspitzhacke. Ja, das ist ja dann können wir, super. Dann können wir schneller Dings den Diamant in der Mitte abbauen, wenn da jemand hinrennt. So, zack. Ich habe noch Eisenblöcke, aber damit einen Eisengolem schaffen will ich mir nicht. Dafür haben wir zu wenige Blöcke. Ja, warte mal, ich habe noch 4 Eisen. Das könnte ich dir theoretisch geben. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das sind 18 Eisen, dafür kriegt man einen halben Eisengolem in der Theorie. In der Theorie. Also, man bekommt halt keinen. Warte mal, auf den Bäumen waren wir noch nicht. Genau, guck du da mal, ich mache mal schnell noch... schicken Sie, wir müssen auch die ganze Scheiße mal runter. Was soll man denn Redstone-Lampen nehmen? Achtung, falls einer kommt, oder was? Achtung, hier kommt ein Gegner. Bitte verlasst dieses Feld. Wir haben Angst. So. Hier ist ein ganz großer Baum. Ich weiß nicht, ob da was ist, aber ich gehe da einfach mal hin. Hast du das Redstone mitgenommen? Ja, ich habe Redstone mitgenommen. Könntest du mir das nochmal schnell... Ich gebe es dir gleich wieder. Ja, warte, ich mach das mit dem Repeater schnell, aber es wird nicht... 2 Minuten noch. Ja, es wird spannend. Jetzt wird es langsam spannend. Ah, jetzt habe ich den Repeater wieder abgebaut. So, ich denke mal, wir machen das so, dass wir es nur von unten öffnen können, das Ding, ne? Ja. So, oh mein Gott. Hab eine Kiste hier oben gefunden. Oh, was ist drin? 1 Smaragd, 8 Soul Sand, Kakaobohnen, Redstone, Erfahrungsflaschen. Was soll der Smaragd jetzt bringen? Das ist jetzt so eine Frage. Der Smaragd, der bringt uns, ich glaube, gar nicht. Ich glaube, der ist einfach nur zum Trollen. Hey, ihr habt einen Smaragd, damit könnt ihr nichts machen. Ist ja toll. So, ich hol jetzt hier unten mal ein bisschen Dreck hin, damit das nicht so auffällt, dass hier unten noch was ist. So. Ich habe noch eben 2 Erfahrungen. Schnell das Redstone her, wir müssen uns beeilen. Ja, warte, hier ist Redstone. Und dann schnell das Inventar vollpacken und dann ab nach unten, würde ich sagen. Schön verkriechen wie die Feiglinge. Oder wir gucken einfach mal, was die so in der Mitte machen. Wir dürfen uns. Weil, die in der Mitte, die wollen bestimmt, also redet bestimmt irgendwer in die Mitte. Ja. Die wollen dann bestimmt die Diamanten haben und dann können wir so von. Es funktioniert. Wir sind hier drin eingesperrt dann. Gut. Okay. Da muss man erstmal drauf kommen, also da wird nicht mal so schnell drauf kommen. So, außer die. Okay, dann hab ich hier noch einen Trank der Vergiftung, Wurftrank, dann habe ich noch Brote. So, ich nehme jetzt schon mal alles mit, was ich noch einpacken kann. Warte, ich nehme eben ein Brot. Tripwire Hook, die könnten wir auch nochmal installieren, weißt du wieso? Damit könnten wir sehen, wenn einer langkommt. Feuerkugeln, hier. Die Feuerkugeln. Deswegen ist das Redstone vermutlich auch so extrem hier. Damit man sehen kann, wenn die hier langgelaufen kommen.
Dann wissen wir, dass einer hier oben ist, weil das mache ich jetzt mal ganz schnell hier hin irgendwo. Kann man das da... Nö, brauche ich erstmal einen Block für. Ja, machen wir es einfach so. Zack. Und dann, ja, keine Ahnung. Lassen wir hier vor nochmal so einen stehen. Dann wissen wir, dass hier einer ist und einer irgendwas sucht. Hast du noch Knochen? Knochen, ja, habe ich noch 4 Stück. Hier kannst du haben. Ja, mache ich Bone Meal raus. Können wir uns eben schnell Weizen kriegen. Weizen kriegen, yo. Lol. Achso, okay. So, kriege ich da unten jetzt irgendwie eine Verbindung hin? Ich glaube schon. Ist jetzt alles ein bisschen aufwendig. Wie lange haben wir noch Zeit? Ich glaube weniger als eine Minute. Ich glaube, der Vorhang fällt gleich. Ja, null. Okay. Jetzt wird es gleich extrem. Oh, die ersten sind schon tot. Oh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Mitte, oder? Wo bist du? Ich bin hier unten und dann lasse ich die Scheiße jetzt erstmal sein. Warte, ich packe mal kurz alles in die Kiste, falls irgendwie... Damit du noch... Irgendwie, na komm, scheiß drauf. Wir haben den Countdown erstmal voll verfeilt. Also, lalala, ach, wir bauen zu Basis. Die Sandwände sind schon weg, hast recht. Ja, lass uns dann mal losgehen, Ja. Das ist eine Kiste. Ich hol mir die gleich mal. Nee, da sind nur Tränke drin. Der Wurf. Guck, er baut gerade die Diamanten ab. Los, holen wir ihn uns. Diamanten. Guck mal, da rennt er gerade. Ah, wir müssen vorsichtig sein. Die rennen da gerade alle hoch. Ja. Nein, jetzt hab ich meine Fackel weggeworfen. Schon kurz erstmal mein Inventar sortieren. Es ist schon wieder der nächste Tod. Also jetzt geht's hier wirklich Schlag auf Schlag. Ich sehe die hier. Die rennen her. Boah. Also Herzklopfen. Hoch, ne? Wollen wir die jetzt alle töten, oder? Ja, renn dir mal hinterher hier gerade. Oliver 13. Hä, sind die schon längst tot? Hier, komm. Ja, die, guck mal, da hinten kloppen die sich gerade. Ja, das sind die, die am Dingsten sind. Am Spawn. Ja, los, kill ihn. Wo ist er denn? Ach, das ist Mr. Michi. Hier, der Michi. Ah, er ist tot. Ich bin da vergiftet worden. Er hat Diamanten, oder? Er hat Diamanten. Ich bin vergiftet. Ey, warte. Bitte schütz mich mal. Scheiße, wenn's geht. Ich bin vergiftet. Schütz mich mal, wenn's geht, okay? Ja, ich versuche dich zu beschützen. Hab 3 Diamanten. Das ist super. Workbench? Hier ist eine Diamantspitzhacke sogar. Ja, sind wir jetzt die Letzten, die überleben? Nicht im Ernst. Weiß nicht. Haben die sich jetzt alle kaputt geprügelt? Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Oh, ich bin... Warte, ich geb dir den Goldapfel, hier. Schnell. Nimm schnell, ich schnell. Boah, jetzt ein vor Tod bin ich noch... Oh, ganz schnell essen. Boah, ey, das war jetzt mal ein spannender Kampf hier, ey. Ja. Ohne Witz. Ich hab ein Diamantschwert. Hast du den Enchantment Table? Nee, nicht mehr dabei. Ich hab nicht viel. Egal. Ich hab jetzt einen Haufen Scheiße im Inventar. Hier hinten liegt ein Enchantment Table, den hol ich mir. Oh, hier hat jemand ein Schwert mit Bane of Atropolis gehabt und Fire Aspect. So. Warte, guck mal. Hier, Enchantment Table. Scheiße, mir fehlt nur noch ein bisschen EP. Ja. Hier ist ein Schwein. Schweine. Och nein, mir fehlt immer noch ein bisschen. Scheiße, ich brauch nur ein bisschen EP. Wollen sie ja noch eine Aufnahme machen. Ich glaube, wir sind eh schon am Dark Souls vorher noch im Klo. Ja. Ich brauche EP. Scheiße. Ich brauche einfach haben EP. Haben wir jetzt eigentlich gewonnen? Warte mal noch. Wer lebt noch? Ich glaube, wir haben jetzt gewonnen, weil die alle jetzt nochmal neu machen wollen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ach, Ricardo. Komm, dann suchen wir jetzt Ricardo. Wo auch immer der ist, den töten wir jetzt. Warte, nein. Wir warten ab, bis er kommt. Bis ich noch ein Tier finde. Weil dann habe ich nochmal Diamantschwert, vielleicht eventuell mit Sharpness. Warte, ich brenne einfach noch ein bisschen Eisen. Oh, hier ist ja unsere Falle immer noch. Unsere gute Falle. Die unfertige. Sagen wir es mal so. Naja, was soll's. Ja, hab ein Level. Schärfe eins. Ich habe jetzt immer noch diese... Ich habe eine Splash Potion auf Speed. Warte mal, ich gebe jetzt mal ein bisschen Speed. So, jetzt geht's los hier. Warte kurz, ich mache nur noch eine Sache und zwar crafte ich mir noch ein Brot, man weiß ja nie. Sagst du was, und nein, bist du Michi? Die sind eh schon tot. Ja, die kloppen sich da an der. Wie heißt das? Da an der. Ne? Ja, genau. Irgendwo da hinten. Am Spawn. Nee, was wir jetzt machen ist, würde ich sagen, wir gucken in der Mitte nach, ob da noch ein Diamant ist. Weil wenn ja, bauen wir diesen ab und dann machen wir dir noch was. Nämlich noch ein Diamantschwert. Genau, dann gibt's auch eine Fresse. So. Da ist noch ein Diamant. Hast du eigentlich die Spitzhacke? Perfekt. Ich habe übrigens eine Diamantspitzhacke von so einem Typen gehabt. Oh, da sind sogar 2 Diamanten. Oh, Entschuldigung. Oh. Hast du dich erschrocken, wa? Ja. Oh, da kamen 2 Diamanten raus, aber. Oh. Wunderbar. Hier ist noch ein Diamant in der Mitte. Oh, da ist eine Kiste. Oh, die ist leer. Okay. Da hat vermutlich jemand die Diamantspitzhacke hergeholt. Ich denke mir nicht, dass jemand schon am Anfang Diamanten gefunden hat. So. Ja, das war's, glaube ich, schon. Davon.
Nee, Ricardo ist da noch am Leben. Ja, ich meine jetzt von den Diamanten. Oh mein Gott. So, ja. Das hat wehgetan. Aber wo wurde denn... Da hinten ist er, da hinten ist er, da hinten ist er. Guck mal. Den holen wir uns jetzt, hier, den Lappen. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Wird sterben, auch wenn ich in Brand gesetzt bin. Das war ich, das war ich. Tut mir leid. So, jetzt geht er sterben. Er ist tot, er ist tot. Er ist tot. Sauber. Er ist tot. Ja, warte mal. Wir haben gewonnen, ne? Ja, ich hab schon. Sieg! Mit unserer super Taktik und wir kannten ihn mehr als Einziger, glaube ich, noch nicht. So ist das aber richtig, ach, ey. Weißt du was? TNT. Ich weiß, das ist kein. Wir sprengen uns beide in die Luft, genau, okay? Genau, warte, hast du die Fackel? Oder? Ich habe auch noch TNT, warte, ich habe auch noch ein bisschen was. Jetzt geht's los, ja. Hier. Jetzt geht die Spannung ab, warte. Und ich würde mal sagen. Ah, scheiße, egal, auch wenn ich es einsame. Ich würde mal sagen, da lernen wir fliegen. Los, geht's los. Das war der Tod. So, und jetzt sind wir hier am Anfang. Gut, dann war's das von dieser Aufnahme, denke ich mal. Wenn es noch eine zweite Runde gibt, werdet ihr die dann sehen und dann war Server closed. Das war's. Jo.